Nee, ich hab noch. Wir hatten ein paar Mal Rocket, aber wir hatten noch nie dieses Teleporting. Also wir machen jetzt eine Dreiviertelstunde. Wir hatten noch nicht einmal das Teleporting-Dingsbums da. Steht in die Scheiße. Das hat nicht mehr. Das Abgefuckte. Ne, das da. Und das da. So ungefähr, glaube ich. Ja, jetzt freut er sich. Ah, ne, ne, Gott, wie gesagt, deswegen bin ich sehr emotionslos bei so einem Scheiß geworden. Ob ich die Waffe jetzt bekommen oder nicht. Mir ist das eigentlich ziemlich wurscht. Weil, genau aus dem Grund, weil ich spiele dreiviertel Stunde 4 gegen 4. Hab 6 Waffen, die ich leveln kann und kriege nicht mal eine davon. Und sorry, Ben. Wenn es schief geht. Wenn es nicht schief geht. Was ist neu, Lobby? Ich hab. Hell. Ne, ich mach dann halt. Naja, schon, wir hatten sie noch nie jetzt. Das hätte ich schon mal. Jetzt. Willst du mich wichsen, du Scheißspiel? Alter, das ist nicht euer Ernst. Ich habe halt keine Ahnung, wie soll ich denn jetzt die scheiß Waffe schießen? Ich habe doch keine Ahnung, Alter. Ich will das Upgrade, ne? Ich will das Upgrade. Also wenn wir überhaupt mal treffen, ich habe keine Ahnung, was ich gerade mache. Ja, Upgrade. Leck mich doch am Arsch, Alter. Jetzt bekomme ich die Scheiße. Ne? Und. Und dann Chopper. Alter. Das ist der blanke Horror mit diesem Spiel, ey. Jetzt bekomme ich die Scheiße. Gib mich mal nicht. Ich habe keinen Bock, eine Stunde jetzt zu warten. Auf mein Waffen-Upgrade. Kann das nicht wahr sein, ey? Oh Mann, ey. Ich bin doch komplett ab. Ja, gut, ich bin down. Also, wir sehen uns dann wahrscheinlich. Also, ja, wir sehen uns gleich wieder. Quiz im Stream oder was? Hab kein Gottreus-Ding jetzt. Hab 8 HP. Oh, Tiger trifft ihn ein bisschen selber, sagt. Das ist doch eine Scheiße hier. Also, das muss ich jetzt sagen. Ich freue mich jetzt halt einmal darüber, was mich einfach aufregt, dass ich die Waffen jetzt im RB bekomme. Wo man jetzt zumindest weiß, dass die Waffen an sich, gerade die im RB, nicht so einfach zu treffen ist. Ich muss da mit Schmackes drauf gehen. Ja gut, das muss man merken, das wird dann eine Menge Folge, ne, sagst? Recorded, wir fangen mal bei 26 an. Ja, aber davor hat jemand geschrieben, mach mal einen Rebound. Das Rebound hat mir gerade leider Waffenupgrade beschert. Kann ich ja nichts für. Das ist auch nochmal Bumper-Bums. Aber wenigstens schon mal ein Waffending. Ja gut, das war erstmal noch ein bisschen. Aber hey, wir haben. Wann kam die Waffe raus? Ich habe keine Ahnung. Ich schaue nach, wann die Waffe rauskommt. Pass mal auf. Ich kam raus, abends über Left 4 Dead. Und bin über Left 4 Dead? Holy shit. So, Neuigkeiten. Kam raus am 15. November. Ich habe jetzt ziemlich genau einen Monat später die erste Waffenstufe. Und das ist, glaube ich, nur ein Fünftel der Gesamt-XP auf die letzte Stufe. Seht ihr schon, wie schnell es geht? Also quasi, jetzt habe ich ein Fünftel in einem Monat. Heißt, wir brauchen nur 4 Monate. Merkt ihr was? In 4 Monaten habe ich dann Bumper. Wie heißt es dann? Bumper Roy, glaube ich, habe ich jetzt. Hoffentlich. Also mein PC geht wieder aus, das macht er öfter mal. Heute auch, ich wollte rendern, hatte noch 2 Minuten. Bildschirm aus, Maus aus, dass er du aus, PC rendert noch. Da muss ich, ja geil, geht jetzt ab. Hatte ich aber schon öfter. Was heißt öfter? Zweimal, dreimal. Aber ich versetzt wie Sau. Nicht immer beim Rendern, wenn er belastet ist, sondern einfach mal im Idle. Welche von die 2 neuen Waffen magst du mehr? Puh. Naja, ein paar haben ja schon in die Kommis geschrieben. Das wird ja Spaß, wenn einer Imploder benutzt und einer teleportiert den Gegner weg. Bei mir wird er passieren, hundertprozentig. Die macht halt 60. Braucht halt lang, bis es 60 macht. Du musst diesen Vollkreis erstmal gehen. Dann hast du. Nice Carsten.
Dann hast du... Nice, Carsten. Die andere, die macht halt 80, wenn es alle Raketen trifft und ist keine Distanzwaffe. Also eigentlich gefällt mir die Rocket da besser. Gut, die andere ist auch keine Distanzwaffe. Die, wie heißt das Ding nochmal? Relocator? Ich glaube, das könnte unentschieden sein und wir könnten hier mal... Ja, Steiger kriegt es mal wieder unverdient. XD. So, machen wir kurz einen langsamen. Ich muss einen Screenshot davon machen. Von meiner neuen geilen Waffenliste. Weil es auch so spannend ist. Ne, Spaß, eigentlich voll unspektakulär. Weil die Waffe eigentlich schon wieder alt ist für viele. Viele haben eh nicht geschafft, aber hey, wir haben was geschafft. Erstmal die Maus voll drin lassen. Erstmal die Maus voll drin lassen, sagst. Das Bild habe ich sowieso schon, ich mag es trotzdem. Zwecks meiner Tabelle. So, wir haben fast 3000. Halleluja. Herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Runde von SSL 4 gegen 4 Team Deathmatch 300 AP. Die erste Folge nach dem neuen Update V0985. Ich komme direkt vom Stream vom Donnerstag, wo wir absolut null mal die neuen Waffen hatten. Selbst im 1, genau. Selbst in 1,2 nicht einmal. Das ist einfach irgendwie enttäuschend, deswegen. Das demotiviert halt mal voll. Ne? Das ist ein wenig das Problem. Was aber heute abgeht, ist auf jeden Fall das Waffen-Upgrade aufs Bumper Array. Seht ihr dann den Livestream-Ausschnitt? Oder habt ihr schon gesehen? Wahrscheinlich habt ihr dann schon gesehen. Weil so wie ich mich kenne, schon sehe ich dann anfangen. Und wir haben wieder so eine Map, die gefällt mir gar nicht. Wir müssen einfach mal gucken, dass wir ein bisschen schneller einloggen. Dann gehen solche Spiele auch ein wenig schneller rum. Skullshot können wir da vielleicht machen. Ich hoffe, der baut jetzt nicht runter. Hier gibt es wieder ein paar Kommis, aber das ist die Shockwave. Der Sonic Pulse ist es. Das geht, das geht, das geht auch. Sehr viel Freunde, die Feier am Start. Stream war wirklich, ja gut, von den neuen Waffen hat man gar nicht. Nicht einmal, nicht bei den Demos, die wir jetzt hier spielen. Wir hatten einmal Bratwurst. Wir hatten nullmal Imploder. Und wir hatten... Halt ein, ne, wir hatten Bumper Array im Rebound. Habt ihr ja gesehen. Wenigstens ein, was mal passiert ist, haben wir von, die glaube 12, 13 Waffen, die noch gefehlt haben, haben wir jetzt. Ne, 6 Waffen fehlen doch bloß noch. 6 oder 7. Wir haben jetzt die erste Stufe wieder freigeschalten jeweils. Wir haben jetzt eigentlich mal wenigstens wieder Stufe freigeschalten. Punkt. Ich glaube, die braucht 12.000, die dritte Stufe. Dauert noch ein wenig. RIP. Ich fahre mal ein bisschen weg, vielleicht können wir dann notfall nehmen als Schockshell. Jetzt wird es halt interessant. Ich habe überlegt, Hoverbolt zu machen. Ich glaube, wir machen mal den Spruder. Weil eigentlich lohnt sich erst die Stockshell. Weil ich stehe hier echt scheiße. Ich check mal kurz, was hier abgeht. Das muss ich gleich mal durchlesen. Warte mal. Genau, erstmal zum Update. Wie die beste Uploadzeit. Wie gesagt, ich habe es hier um 0.11 Uhr aufgenommen. Bis es dann gerendert hat. Bis es dann hochgeladen war. Was 1. War glaube am Dienstag Nacht oder sowas. Ich bin hier erst um 11 von der Uni gekommen, das ist jetzt kein Scheiß. Ich bin um 11 erst von der Uni gekommen. Ich glaube, das mache ich nicht nochmal gut. Wobei die Zeit schneller rumging wie gedacht. Das kam jetzt mir nicht so vor, dass es schon 11 wäre. Das ist wenigstens einmal der Anfang. Und es könnte sogar eine Line bleiben. Vielleicht, also da geht's damals vielleicht ein Drittel oder sowas. Da geht's ja auch recht gut voran. Ich glaube, ich schieße ein wenig zu hoch, ne? Da treffe ich nicht. Da kriege ich die Bande nochmal rückwirkend. Das war gut. Da, ne, wer ist da und Kurt? War vorhin im Stream auch schon dabei. Das ist wenigstens mal gut mit 240. Jetzt haben wir noch ein Beam. Wir treffen mal oben die Leon und Dark Ray. Gut, jetzt nicht. Firestorm 100 bin. Oh, da hätten wir halt Opfer, ne? Holy shit. Ich probier's mal. Eigentlich muss ich bloß entweder da rein oder da rein, da wäre ich zufrieden. Ich sag, die Uploadzeit war halt ein bisschen spät, aber mit dem ist zu rechnen, lol. Das ist sogar noch besser. Mit dem ist zu rechnen und wird auch immer noch zu rechnen sein. Falls, ja, haha. Falls sowas nochmal ist. Was noch, ja gut, ob es noch so vorkommt, glaube ich nicht, aber
Aber mal gucken, ob es jemand auf den Fisch geht. Obwohl, ich weiß nicht, ob die alle Deutsche sind. Mirena kenne ich, aber die anderen beiden. Wenn, na, schau das alle. Nice. Dürfte es gewesen sein, wenn das so weit fliegt? Jawohl. Kann man mal schreiben. Für mich was Bratwurst, muss man schauen. Das interessiert mich. Hätte ich 200 XP, ob die. Wir spielen 1,67. Ne, wir müssten bekommen. Bitte ist kein Disco. 401. Müsste man kriegen. Außer jetzt hält es wieder doppelt. 401. 7000 stehen da jetzt. Das ist halt also nicht, wenn ich Leute doppelt treffe. Das ist interessant, was da unterscheidet zwischen Stacking und Nicht-Stacking. Ich raff's bis jetzt noch nicht. Und wieder keine neue Waffe, aber ich finde es interessant. Ja, guck mal, wir haben die nichts von der Map, deswegen muss er offensiv gehen. Aber da bleibe ich erstmal schnell drauf stehen. Ich habe die Division. Stört mich jetzt weniger. Aber ich will die Klauer treffen. Da guck mal, da schon wieder die Rocket 2 Superfälle. Wir machen jetzt 3 Random Shots in der Runde. Ne, vorhin habe ich einen 220. Also vorhin. Donnerstagabend habe ich einen 220er Grid. Bis jetzt hat noch keiner freundlich Pfeil gedrückt. Ja, wenigstens hat einer getroffen. Vielleicht kann ich. Ich bleib mal hoffentlich da stehen, wo kurz steht. Vielleicht kann ich 2 mit Division treffen. Ach Gott. Oh Gott, es wird sehr knapp. Ufer trifft mich auch übrigens. Außer also schießt rüber, ich sehe es gerade nicht genau. Macht das bloß einen, schade. Doch drüber geflogen, das Ding. Wieder. Ja, es gibt diesen Bug da, dass irgendwie immer so eine Linie da kommt. Ich weiß nicht, wo die herkommt. Wahrscheinlich vom letzten Update, von was denn sonst. Da ist ja Bug mit drin. So, was gab's denn hier alles? Raketen fliegen ein bisschen wie Goals. Okay. Ja, gut. War. Ich habe im Stream noch gesagt, vielleicht fliegen die zwischen genau in der Mitte von der Distanz von einem normalen Schuss, also Shot zum Beispiel, und Hoverball, genau die Mitte davon. Irgendwas in dem Dreh, ich kann es nicht genau sagen, ich weiß es selber nicht. Ah, check over, womit wird's. Ach, Mann, Alter. Vielleicht werden die Travel, die können auch mal 120, 130 machen. Die Goals werden interessant jetzt da hinten. 650. Und nochmal auf den Fisch. Ich lebe immer noch. Zwei, ja, die sind alle fast down, das können wir nicht holen, Dark Green. Auf geht's. Der Fisch wird schwer. Obwohl, doch, nee, ja, das ist machbar. Das ist voll machbar. Ich kann mich halt, ich bin ja sowieso down, ne? Mal gucken, was das jetzt wird. Müssen wir mal ein bisschen kriegen. Ja, das war der Doppelfrag. Und da haben sie es noch gewonnen. Ja, gut. Wie gesagt, ich hab die noch nie bekommen, also andere kriegen sie auch. Ich weiß nicht, warum ich immer das Pech habe. Wahrscheinlich muss das Spiel einfach mal echt neu installieren oder deinstallieren. Oder so ein Scheiß und damit da starten, dann geht's halt. Was in der Tabelle steht, dass Madwert 45 macht, macht aber nur 40. Ja, das machen 40, aber echt 45 geschrieben, das wäre dumm. Holy shit, ich überprüfe das eigentlich immer zweimal, ich schaue es gleich mal nach. Das wäre jetzt natürlich echt scheiße. Ich werde Live-Kommentare vorlesen, wie es halt immer ist, seit neuestem. Oh Mann, das wäre dumm. War ich echt so schlau, hab da 45 hingeschrieben. Wie gesagt, ich muss das jetzt mal kurz nachschauen, ich weiß gar nicht, ob das... SEW, es ist fertig, das ist ein Achievement und Madbird da. Ich habe echt zweimal 45 hingeschrieben, ne? Wie komme ich denn auf zweimal 45? War ich Brain AFK? Was sonst hätte ich ja. Oh Mann, das ist dumm, ja, muss ich ändern. Wird neu hochgeladen, dankeschön. Das kann er nicht bringen, weil das wird schief gehen und zwar heftigst.
Alter. Ich frage mich gerade, wie ich auf 45 komme. Das, wenn es im SSL-Wiki steht, dann mal einfach Bräuner AFK. Ich kann es echt nicht sagen, wie ich auf die 45 komme. Bin ich selber voll aufgeschmissen. Ich meine, das ist für mich ja ein schwerwiegender Fehler. Hä? Weil das weiß man, wie viel Schaden die macht eigentlich. Bei Travelers, wenn ich jetzt schreibe, okay, macht bis zu 250. Und dann schreibt jemand, ja, die machen bis zu 300. Dann denke ich mir, ja, okay, ist ja bloß ein Bereich. Ich weiß es ja selber nicht, ist ja random. Das war ein Sniper verkackt, ey. Ja gut, das muss man offen lassen, dass ich es vergesse. Dass ich es nicht vergesse. Dann haben wir, ja, keine Gnadefolge, dass ich keinen Gottreus verschenke. Haben eigentlich ziemlich viele noch geschrieben, dass du keine... Dass andere keine Godroys bekommt, wenn ich liefe. Also beziehungsweise lief der Level 100er, kriegst du trotzdem keine Godroys, obwohl das Spiel direkt rum ist, gerade im 1,82. Ist interessant zu wissen, wusste ich nicht. Das ging auch nicht so ziemlich durch, ich weiß gar nicht. Genau, dass die Reports verschwunden sind, das ist dann auch in der Folge. Aber, wie gesagt, ich hab's ja gesagt. Und dieses ganze Battle-Ding. Ja, so. Da steht jetzt... Steht so eine Wolfenstein, aber ist ja egal. Wenn die Runde vorbei ist, werden ja die Waffen XP angezeigt. Danach kommt von oben und unten ein Fenster, was sich schließt und in der Mitte ein Zahnrad auf dem SSL steht. Ja, dieses Logo da halt. Wenn man während des Schließens das Fenster doppelt Enter drückt, wird automatisch Ready in der Lobby aktiviert, ohne dass man erst jedes Mal draufdrücken muss, dass das Waffenfarmen 1,82 ein kleines bisschen entspannter und schneller macht. Weiß nicht, ob das schon bekannt ist, wollte es nur einfach nicht für mich behalten. Danke, Elias. Können wir gleich mal ausprobieren. Weil wir machen noch eine Runde. Einfach mal Doppel-Ender, während... Da steht, wenn das Fenster schließt, war es jetzt nach der Waffenliste? Waffen-XP, nach den Waffen-XP. Schauen wir mal. Gut, das kam kein SSL, deswegen steht es in der Wolfenstein. Macht Sinn, ich lese es ja so oder so. Das Problem ist, wenn jetzt... Wenn jetzt der Kommentar unter die erste SSL-Folge schreibt, das lese ich nicht. Sorry, das Video ist über ein Jahr alt. Also ich gehe manchmal, wenn ich Bock habe, die allgemeinen Kommentare durch. Die sind wirklich chronologisch sortiert, also nach Zeit. Und egal welches Video. Weil ich so lese die Kommentare durch, die im Video sind. Deswegen weiß ich immer, welches Video das war. Oder wann das kam und sowas. Manchmal mache ich es so. Da habe ich auch nochmal gelesen, was unter der... Ich glaube, was war das hier vor? Ich glaube, das war die dritte Double Portal Gun oder sowas. Da ist doch nochmal ein Kommentar drunter. Das habe ich auch nochmal gelesen, aber... Sonst müsst ihr schon ganz viel Glück haben, dass ich das nochmal lese. Ja, ich schaue jetzt kurz ins SSL-Wiki. Was bei Madbirds da vom Schaden steht, weil sonst war ich einfach Bräuner AFK, dann war es echt mal schuld. Weil ich habe auch ziemlich viel vom SSL-Wiki, gerade was die Challenges angeht. Ne, steht auch 40. Ja, okay, ich bin einfach dumm. Ich habe... Ach ne, oh Gott, ich muss ja bloß das fertige Video einfügen. Okay, pass auf, das mache ich kurz. Aber warte mal, nee, ich mache gar nichts. Der ist auch gar nicht down, okay. Ich mache das mal jetzt so nebenbei, ich kriege davon nicht viel mit. Wenn Premiere mal langsam aufgehen würde. Mach mal SEW Bird. Ich muss hier eigentlich nur den Mad Bird einfügen. Dort haben wir dann doch schon. Die Statistik aus den Achievements ändern, die ist auf dem Desktop, geil. Weil wir das jetzt down, das mache ich dann danach noch. Ja, mal gucken, ob man jetzt Doppelende drückt. Wirklich Doppelende? Ich habe das noch nie so richtig beobachtet. So, das ist Thunderboss gemeint, nach den Waffen-XP. Wo ich mag es ja eh immer schnell, deswegen. Doch, das ist echt Doppelende. So, guck. Ha, geil, geht. Lol. Das war kein Cut. Geht halt wirklich mit Doppelende. Also könnt ihr machen, Doppelende. Wie lange geht ob die Folge? 14, da geht noch eins, weil ich sehe das Rebound auch noch. Verarsch mich jetzt. So, reicht. So, bleibt mal gleich da stehen. Das erste Mal. Safe, warum nicht? Das erste Mal Rocket Feuer, das konnte ich nicht sein. 80, passt.
glaube, das war sie gleich mit dem ganzen Team, ey. So. Wird ein schnelles Game, glaube ich. Ja, aber hey. Ich hatte das erste Mal. Oh, es war sogar Folge. Nö. Ich brauche das nicht. Ich kann eigentlich Spaß damit machen. Dann nehme ich für ein SS. Wenn wir schon ein bisschen Spaß machen. Ja, what the fuck, Alter. Gejinks, aber sowas von. Scheiße, Geister, gib mir kurz die Statistik, weil das Spiel, das dauert immer lang. Stephens, Alter, warum steht da 45? Ich bin selber verwirrt. Weil das ist eigentlich so Waffe, die safe, die weiß man. 40. 40. Datei speichern, exportieren als PDF, verlustfrei. Speichern, überschreiben. So. Haben wir Achievements. Ich muss ja dann den Screenshot wieder neu rausmachen. Da Madbirds, da steht's. Ja, lade ich hoch. Oder reload ich. Weil ich ja Donnerstag, da muss ich nicht mehr so viel aus der Playlist entfernen, wenigstens. Speichern. Bird. Einfach mal Bird muss ich danach noch renamen. War das jetzt gleich, weil ich meine, ich verpasse das viel. Ich sehe wahrscheinlich jetzt aber Hintergrundgeräusche. Weil ich jetzt nämlich die Audiospur brauche, wann der Schnitt kommt. Aber mein Problem ist, aber das Special Thanks to Gangnam steht da nicht da. Ich brauche das SEW-Projekt. Das ist blöd. Jetzt steht es halt nicht da. Kann ja auch nicht helfen. Ich bin ja dumm. Ich. Oh Gott, ich brauche das. Warte mal. Da fängt es an. Ah, ich war ja dumm. Ich dachte, ich brauche die Waffenliste, aber ich brauche die Statistik. Jetzt habe ich die gar nicht die XP geschaut. Sorry, tut mir leid. Da habe ich gesagt, eins geht noch. Machen wir noch 6 Spieler, sagst du? Machen wir 6 Spieler. Das ist das letzte. Gucken wie lang. Das ist das, was die jetzt hört, was ich hier gerade im Hintergrund mache. Dann gehen wir auf Verknüpfung aufheben. Spiel geht los. Fügen das Bild ein, machen noch 2 Blendungen, das war's. Sonic, weil wir sind ja bloß 6 Leute, heißt die Abstände sind aber eng. Ah Gott, wir machen schon wieder einen Fehler. Könnte reichen. Ich mache das einfach jetzt nebenbei, ist kein Problem. Stört vielleicht wieder viele, weil ich nicht so beim Spiel bin, aber so wie ich jetzt mache, mich eingeloggt habe und kein anderer einloggt. Ich meine, das ist immer so der Grund, wo ich sage, okay. Stress mal nicht so rum. Habe ich getroffen? 120. Was? 80 bloß? Suicide Bomber. 25, wenn das könnte. Ja, doch, geht. Ach, stimmt, die Vergrößerung muss es auch noch. 150% sind es meistens. Okay, ist ein wenig zu viel. 143, 144, 145, das passt. Macht der wirklich 40? Sorry, habe ich voll übersehen. Rendere ich kurz. Das ist eigentlich jetzt gemacht. Dauert 20 Sekunden. Static Ketzentox, diese Wix-Waffe einfach nur. Ne? Das ist der Wahnsinn, was für eine Wichse diese Waffe ist. Lade es auch gleich hoch, wenn ich schon dabei bin. Also hier, nicht wundern, wenn der Madbird Zombie sind. Ihr habt das schon gesehen. Hoffentlich. Obwohl es noch gar nicht. Aber vielleicht haben viele den Bug, den Fehler gar nicht gesehen. Vielleicht kommen um 20 Uhr viele sagen, okay, gebe ich mir das morgen. Vielleicht, keine Ahnung. Okay, ich mache dann Cut. Glücksrad gibt's auch noch, so ist es fertig. Ja. Google, Dingsbums, Bird neu, 60 MB, 70 MB sind. Soll das 10 Minuten dauern? 5. 5 Minuten? Das ist aber wenig. Weil das ist für mich wieder der Fehler, wo ich sage, okay, kommt der ist scheiße. Wenn ich jetzt im Thumbnail L vergesse. Glaube ich bei Artillerie war so ganz wirklich ganz am Anfang. Das sage ich okay. Scheiß drauf. Passiert halt. Ich meine, sonst im Titel steht es ja richtig. War meins.
Oh, der Pfeil war voll. So, Fisch, was geht ab da hinten? 175. Ich hab mein... Die Waffe, die glaube ich für Maximalschaden am meisten Schaden macht, ist fast Greuwitz mit 108 oder sowas. Das ist kein Scheiß. Guck mal, 54er Kräuter, gut mit 2 Grits jetzt, aber... Folgenlänge? 20, ihr seht noch das Spiel, wir machen noch eins. Wenn SSL nicht so oft kommt, kommt's halt. Ein wenig länger. Und manche haben gesagt, mach kürzere Folgen, aber dadurch, dass in jeden nach SSL kommt, sehe ich, okay, entweder mache ich 10 Minuten Folgen, jeden Tag. Da kommen aber am Tag leider 3 Videos und das will ich auch nicht. Und ich mache halt eine halbe Stunde, kannst du aufhören auf 3 Tage. Kommt das gleiche raus, ich weiß. Ich habe den Aufwand halt einmal. Weil der Datei von 10 Minuten sind 700 MB, die von 30 Minuten sind vielleicht 1,7 GB. Das ist nicht einmal das Dreifache, was es hätte sein sollen. Das heißt, ich habe da trotzdem immer mehr Datei. Oder ich spare mir da Datei. Oh, das war nicht schlecht, war eine ganze Distanz, aber wir sind ja schon down. Carsten kriegt wieder die erste Runde. Hoppala. Fortsetzung wie im Stream. Ups. Da kriegst du einen Stein von mir. Ich kann ja die Bitches Pro machen. Ich weiß nichts von, dass es das zweite Mal Deutsch ist. Klar war Short Deutsch, ich warte maximal 44. Das war Glück, dass wir da nicht so viel kassiert haben. War es trotzdem noch ziemlich stark? Okay, waren doch 80. Dachte, es waren mehr. Das ist, glaube ich, der einfachste Portalshot, den man, glaube ich, machen kann. Deswegen ein bisschen wegfahren. Wie schießt der eh einen Kilometer raus? Ihr seid schon kommend. Oder ich schieße viel zu kurz. Das kann ich mal gar nicht einschätzen, wie stark ich da reinschieße. Ja, doch, das passt. Nein, nicht Anti-Mate. Vielleicht die Explosionsstrahlen? Nö. Oh. Wer hat schon alles an? Ich habe, glaube ich, irgendwie alles Anti-Mate bekommen heute. Aber Massive Shot, 40 Schaden, das ist fein. Also Massive Shot ist fein, tendenziell auch nicht schlecht. Mal blöd gesagt. Der ist auch nicht schlecht. Dark Shatter macht aber 45 und einen größeren Radius. Reicht trotzdem aus, ich kritte. Ne, muss Erz kritten. Nö. 15 Wind. Was mich jetzt interessiert, trifft die Shockshell an... Ich habe das, glaube ich, noch nie probiert. Trifft die Shockshell an Freund? Ich weiß, dass es halt funktioniert, dass ich ihn kill, aber ich weiß nicht, ob... Ich glaube, die despawn einfach bei ihm, ne? Ja, die despawn einfach. Okay, ist gut zu wissen. Also eigentlich kann ich ja trotzdem schießen. Bloß macht halt dann nichts. 35 Schaden hat es auf jeden Fall gebracht. So, ich sage mal hier an der Stelle BB. Ich sehe schon einer gelieft. Hallo? Okay. Da spielt gerade einer. Deswegen kann ich gerade nicht starten. Scheiße. Ich glaube, er hat ein Disco, ne? Nö. So, Glücksrad. Guck mal da schon wieder. Jawolle. Route 10k. Da, was jetzt schauen wir, da waren ein paar Waffen. Und zwar. Hat jetzt auch irgendwas getan. Haben wir jetzt 3-1 oder fast 3-2 von 12-4. Das ist jetzt ein Viertel. Das ist gerundet genau ein Viertel. Abrunde. Da war schon 134 von 2,8. Ich glaube, die 2,8 kriegt man ganz gut, die 14,4 nicht. Wobei, der macht halt, das ist halt keine Distanz. Also, man, das ist keine Distanz, das heißt, die macht immer gleich viel Schaden. Killbuzzer bei 6,8, das läuft auch. Displays, wie gesagt, 0 habe ich nie bekommen. Das hat aber gefühlt halt keiner auch bekommen. Und im Blaudown nie bekommen. Ist das gleiche Spiel. Auf jeden Fall, ich bedanke mich fürs Zuschauen bei der Folge. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, haut rein.